Heiße Maxim. Ich heiße Igor. Sata. Ich Juri. Jap. Ich Alexander. Jana. Pascha. Ich heiße Tatjana. 9 Kinder. Der jüngste 3, die ältesten 18. Sie alle haben Andrei und Natalia Moskalenko zur Pflege aufgenommen. Eine glückliche Pastorenfamilie, die bis Ende Februar in der Ostukraine lebt. Doch dann fallen Bomben. Die Kinder hatten riesige Angst, es wurde geschossen, die Erde hat gezittert und dieser Schrecken des Krieges. Und sie haben das alles mitbekommen, sie haben sich an uns geklammert und wir haben versucht, sie zu beruhigen. Sie haben uns gefragt, müssen wir jetzt auch so sterben wie die Soldaten? Für die Eltern ist klar, sie müssen weg, die Kinder in Sicherheit bringen. In einer ganz kurzen Zeit, so schnell wir konnten, es gab viele Tränen. Am 27. Februar startet ihre Flucht. Wochenlang ist die 11-köpfige Familie in einem Kleinbus unterwegs. Anfang April kommen sie hier in der Gemeinde an. In dieser Freikirche sind sie willkommen. Alle helfen, wo es nur geht. Pastor Michael Knospe hat die Sache in die Hand genommen und seine Gemeinde hat sofort für die Familie Geld gesammelt. Wir hatten einen Weihnachtsmarkt, dann gab es eine Verlosung und dann dort haben uns Leute einfach ein Geld gegeben. Es war ja auch in der Zeitung, dass diese Familie mit ihren 9 Pflegekindern ja ein Auto sucht. Ob in der Ukraine, in Sambia oder Serbien, seit Jahrzehnten setzt sich der Pastor weltweit mit seiner Gemeinde für andere ein. Im Begegnungscafé im Gemeindezentrum finden Geflüchtete einen Rückzugsort. Auch Familie Moskalenko kommt oft hierher. Es gibt Kleidung und viel Zuwendung. Ich merke halt auch, dass da Bereitschaft da ist, dass die Leute wollen helfen, wissen aber auch oft nicht, wie sie helfen können. Und klar ist dann auch das Hindernis mit der Sprache. Ich kann auch nicht Ukrainisch, ich kann auch nicht Englisch. Ich bin da wirklich so. Aber ich merke halt, was die Leute brauchen. Das zu geben, was gebraucht wird. Im Rems-Murr-Kreis ziehen alle an einem Strang. Auch Alfdorfs Bürgermeister Ronald Krötz lässt das Schicksal von Familie Moskalenko nicht kalt. Hallo. Hallo. Ja. Ja. Zusammen hat man schon einiges erreicht. Eine große Wohnung, in der die 9 Kinder mit ihren Eltern ein neues Zuhause gefunden haben. Es ist sehr viel Arbeit und wenn man dann aber spürt, dass man damit was Gutes erreicht und wir sind alle geschockt, dass mitten in Europa ein Krieg stattfindet und wenn man da einen kleinen Beitrag leisten kann, dass es den Menschen und vor allem den Kindern besser geht, dann ist das schönste Gefühl, das man zu Weihnachten bekommen kann. Dass ihre 9 Kinder dank all der Hilfe jetzt in Sicherheit sind, das ist für die Familie das größte Geschenk. Wir sind so froh darüber, dass unsere Kinder keine Explosionen mehr hören müssen, dass sie weit weg sind von den Schrecken dieses Krieges. Und dann gibt es noch eine Überraschung. Über 800 Euro für einen neuen Kleinbus sind beim Weihnachtsmarkt in der Gemeinde von Pastor Michael Knospe zusammengekommen. Das ist für uns wie ein Geschenk vom Himmel. Einfach. Wir freuen uns riesig darüber. Nächstenliebe für Geflüchtete wie die Moskalenkos, ein Lichtblick in einer dunklen Zeit.